Holdrio und willkommen zur ersten Folge außerhalb des Togethers-Bereichs. Wir sind hier schön im Grünen gelandet und wir werden uns jetzt hier ausbreiten. Wir sind jetzt gute 1200 Blocks vom Spawn weg und ich kann bei der Gelegenheit direkt die Minimap mal ändern. Warte mal, den Spawn blenden wir mal aus und den Start-LP machen wir mal an. Hier ist er. Und dann fangen wir mal hier an. So, und jetzt können wir auch unsere eigenen Äxte hier verbrauchen. Yep. Was für ein Holz ist egal oder soll ich jetzt normales Holz nehmen? Ansonsten? Bis jetzt habe ich ja wegen auch geschaut, dass ich Oakwood nehme, weil das andere wollte ich dann halt verwenden, wenn wir bessere. Ich komme wieder zurück. Da hinten Zombie. So. Baby Burn nee. Ist egal. So, da komme ich nicht durch. Holzaxt kommt auch nicht durch, also muss ich ein Schwert nehmen. Jetzt wisst ihr, was wir ein Schwert haben. Nicht für die Monster, nein. So. Für die Blätter. Dein was? Freund hat sich hier niedergelegt. Oh, okay. Ja, Rottenflash. Danke. So, ach guck jetzt mal, das ist noch ein Oakwood. Ich gebe dir schon mal Holz, falls du schon mal anfangen willst. Dann schlage ich mal den zweiten Oakwood da um. Wie gesagt, wir werden das jetzt teilweise so machen, da ja Jürgen und ich ungefähr in der gleichen Kategorie denken, haben wir gesagt, wir machen halt irgendwas zusammen. Also entweder nehmen wir zusammen auf oder mal jeder abwechselnd. Wir sind ja oft genug im TS. Es kann also auch sein, dass ich mal aufnehme ohne Drag und dann baue ich halt an meiner Baustelle weiter, aber ansonsten bauen wir hier halt mehr oder weniger zusammen. Genau. Vor allem jeder hat sein Spezialgebiet. Und wie gesagt, das Schöne ist, wenn dann jeder sehen will, was der andere tut, dann bitte auf den jeweiligen Kanal switchen und dort angucken. Okay. Wir würden uns freuen und vor allem auch, wenn ihr uns, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, was wir hier fabrizieren, gebt uns einen Daumen hoch, hilft uns auch ein wenig weiter. Würden wir uns auch freuen drüber. So, meine Axt ist schon mal hinüber. Ja, ich habe noch ein bisschen was. So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch. Ich brauche 4. Das sind 8, genau. So, dann brauche ich nochmal welche. Dann habe ich hier 4. Dann habe ich ein Crafting Table. Crafting Table nochmal reinlesen. Und ich habe ein Crafting Station. Sehr schön. So. Jetzt brauche ich nochmal dieselbe Anzahl. Okay, das ist ein Dschungelwood. Den behalte ich auf jeden Fall. Und dann gehe ich nochmal wegen Holz hauen. Okay. Hier vorne war ich noch nicht ganz fertig. Hier, guck mal. Hier über dem Wasser hier. Ah, okay. Da ist, Was bist denn du? Ein Wild Spice Leaf. Nimm mal mit. Wild Spice Leaf? Ach, ist das das hier für auf dem Wasser? Nee. Nee. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie gesehen. Man kann's essen. Ja, von Pam kannst du fast alles essen. Bis auf Wachs solltest du nicht essen. Dafür kannst du Leder essen. Hier kann ich noch ein bisschen Essen einpflücken. Ja, Wachs habe ich letztens versucht zu essen, ne? Das war lustig, ja. Ja, Leder kannst du essen. Das ist im Pudding drin. Das ist dann Gelatine. Kann ich das da eigentlich abbauen? Ja, kann ich mit der Hand abbauen. Sehr schön, wir haben auch unseren ersten Kakao. Schön. So, jetzt habe ich 8 Holz. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt nochmal 4. Jetzt habe ich da auch nochmal 8. Hier, und jetzt habe ich nochmal 4 Pattern. Falls du Hunger bekommst. Hast du noch ein Holz? Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe dir alles gegeben. Das ist nicht schön. Okay. Dann muss ich Dschungelwood daran glauben. So, weil mit Schwert geht's nicht, oder was? Nö. Nein. Sehr schön. Okay, dann heißt es jetzt für uns, wir nehmen einmal das da. Und ich habe das da. Dann habe ich einmal den Stencil Table. Ich habe mein nächstes Buch bekommen. Das heißt, ich werde dich jetzt dir jetzt das auch hinlegen. Dann wollen wir mal nicht verraten, wessen Idee das war, im Adventure-Modus zu spielen. Nö. Trittst dir nur selber auf die Füße.
Ich weiß, war gemein, aber ja. Hat sich angeboten. So, dann lege ich es dir mal rein. Zieh mal raus. Dann wirst du nämlich auch dein nächstes Buch, glaube ich. Ja. Sehr schön. Hat jeder sein Buch? Achso, nee, die Pattern Chest brauchen wir eh, ne? Ja, okay. So, dann habe ich einmal den Oakwood. Dann habe ich damit den Part Builder. Ja, und jetzt habe ich ein Problem. Wir haben? Zu wenig Holz. Jetzt die Pattern Chest erstmal weglassen sollen vielleicht. Ich glaube ja. Können wir die zurückwandeln? Nein, geht nicht. Warte mal, ich schaue mir mal an, was da überhaupt möglich ist mit denen zweien. Denzel Table, also das heißt, wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich und wir brauchen dich. Sehr schön. Ja, wie kommen wir jetzt an Holz, ohne dass wir cheaten? Gute Frage. Ja, so nicht. Du nicht, nein. Moment. Super, den kann man ja auch nicht abbauen. Nee, erstens nicht abbauen und zweitens nicht wieder zerlegen. Und es wird Nacht. Das wird lustig. Ja. Toller LP-Start. So. Ja, ich werde jetzt doch kurz mal in den Cheat-Modus gehen. Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Aber mir ist gerade eingefallen, ich hatte zwei Anwendungen weniger auf meine Axt. Ah, stimmt. Genau. Also das heißt, ich habe mir mal schnell einen Das zwei Rohholz sind das. Ja, ich habe mir nur einen gegeben. Welche Dummheit. Okay. Wobei, ich bin noch dümmer als dumm. Weil du zwei brauchst. Ich versuche mal auf uns aufzupassen hier. Dann gehe ich halt nochmal in Cheat-Modus. Ihr verzeiht. Sieht ja keiner. Zumindest keiner von meinen. Zum Glück sind keine Monster da. Großartig. Dann gebe ich mir nur als ein Holz. Dann habe ich doch was falsch gemacht. Ein weniger, als ich davor hatte. So, das heißt jetzt, das da kommt dahin, dahin. Du kommst drauf. Und ich habe das Toolstation. Gott sei Dank. Wie gesagt, also das ist ja nicht extrem cheaten, was wir hier machen. So, aber es ist cheaten, ich weiß. Ja? Diesmal darfst du cheaten. Diesmal darfst du cheaten. Wir brauchen noch ein Holzblank. Das noch, war ich nicht. Noch ein Holzplank? Also so ein Holzstamm halt, so ein Log-Ding da. Gif, Protus. Wenn es geht, nur eins. Oakwood war 4, ne? Warte mal. Nee, du kannst dir die geben, die 17. Ach, die 17. Die 17 einmal. Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt habt ihr beide Cheatwege gesehen, einmal über Konsole, über ihn oder über mich im NEI. Ja. So, okay, wir haben uns jetzt zwei Holz gemacht. Das heißt jetzt muss ich aufpassen, was ich tue. Weil sonst schreiben wir nicht DragTech LP drüber, sondern wir schreiben dann Cheat LP drüber. Ich würde sagen, als erstes ist eine Axt wichtig. Ja, einen Wooden Ex-Cop habe ich gemacht. Und einen Toolrod. Und ich habe den ersten. Und den lege ich rein. Und ich habe noch einen zweiten. So, und dann kommst du dahin. Den gebe ich mal gleich Protus. Ja. Dass er noch mehr Holz besorgt. Genau. Hier war der halbe Baum. Slash Gif. Moment. Oh, es wird schon wieder gecheatet. Was? Ja. Wieso baue ich den jetzt zweimal ab? Und zwar, das ist die 271. Okay. Slash GIF 271. Wie funktioniert das mit dem GIF?
Dann sehen die Leute auch mal, wie das geht. Ja, GIF, die ID und dann wie oft. Also wenn du es nur einmal haben willst, Leerzeichen 1. Okay, und wenn es jetzt nicht ich wäre auch, sondern Baumeister? Dann den Namen. Also GIF, den Namen und dann. Und immer mit Tab aktualisiert. Das heißt also, wenn es nur einen mit B gibt, dann ist es immer der. So, ich denke, wir bleiben erstmal bei O, kurz sagst du, ne? Ja, das andere heute ist so schön. So. Mich wundert gerade, dass so wenig Monster hier sind. Wahrscheinlich sind die anderen dafür umso mehr bestückt gerade. Ah, ja, oder wie gesagt, also wie gesagt, nimmt uns das denn übel wegen den Monstern. Wir versuchen dann noch eine Lösung zu finden. Oder, wenn jemand das weiß, wir haben einen Bucket, eine MCPC-Plus-Version davon. Jawohl. Woran das es liegen kann, dass da keine Monster spawnen. Also wir hatten wirklich ein Tool erstmal in die ein Mod hinzufügen müssen, dass wir überhaupt einstellen können, wie viele Monster das da sind. Und wie gesagt, wenn ich auf Mooscraft-Welten gehe oder in den Nether oder ins End, ist scheißegal, da spawnen die Viecher normal. Normal extrem krass viel. So, wir müssen hinzugeben, wir waren natürlich auch schon schlau oder versucht, halbwegs haben natürlich schon versucht, selber unsere Lösung zu finden. Die Y im L ist eigentlich richtig eingestellt. Dort ist eine Tickrate von 1 eingegeben für die Monster. Also noch geringer kann man es eigentlich nicht einstellen. Also wir haben da aus Versehen einen Denkfehler drin. Wie gesagt, ich bin nicht Ja. unser Bucket-Genie. Das ist unser Protoss. Also die YML ist eigentlich richtig eingestellt, aber ich hörte, es soll da wohl Probleme mit dem ein oder anderen Mod in Zusammenhang mit Bucket geben. Dass das wohl. Aber ich höre viel, wenn der Tag lang ist. Und das Ja, ist nicht immer alles richtig. es husten viele Würmer. Ja. So, okay, dann. Wie gesagt, wenn wir jetzt Batsche eingeben, dann kriegen wir einen Batsche. Ja, wenn wir Also, jetzt Batsche eingeben. wer jetzt nicht weiß, was Batsche ist im Fränkischen, das heißt ein Treffer, wir verblöden oder wie auch immer. Halt dann Batsche. Achso, ich dachte eine Ohrfeige. So, Nee. so von wegen hier. So, Batsch, ich hab dir jetzt einen Batscher gegeben. Nee. Ein Butcher ist, wenn du einen Vogel hast. Ah, Also, okay. wenn du verblödest. Wenn ich hier noch länger rumlaufe, tue ich das auch. Willst du jetzt Monster haben? Nein. Nee, gut. Ich weiß zwar, dass die Leute sich jetzt bestimmt freuen werden, dass wir jetzt dann gleich sterben, aber In der ersten Folge möchtest du es noch in der nicht. ersten Folge hätte ich gesagt, machen wir noch etwas weniger. Weil, wir So. haben uns ja schon das Zeug hercheaten müssen, also dann können wir es natürlich nicht anfangen, auch noch auf normal zu spielen. So, wie Wie wollen wir es gesagt, jetzt machen? Buddeln wir uns erstmal ein oder bauen wir direkt irgendwie eine Holzhütte? ich hätte gesagt, wir bauen dann gleich direkt eine Hütte, Okay. weil, wie gesagt, jetzt einzubuddeln und dasselbe nochmal zu machen, was wir vorne gemacht haben, wäre wegen blödsinnig. Dann machen wir eine Dschungelholzhütte. So, und ich, na super, ich habe Scheiße in der Landschaft gefunden. Und Schafe. Und Schafe sind immer Spinnen. gut. Ah! Ich habe nur eine Spitzaxt. Geh weg! Schafe wäre gut, wenn wir natürlich jetzt eine Schere hätten, aber. Nein, ich möchte nicht in der Spinne die Beine abschneiden. Geh weg! Die macht mehr Schaden als ich bei ihr. Geh Also, weg! wie ich sehe, hast du ja Monster gefunden. Ja, nee, 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 nee. Ich habe keine Monster gefunden. Sieh dich. Ja. Du weißt doch, die finden immer mich. So, okay. Ich finde, normalerweise falle ich mindestens in vier Höhlen, wenn ich neu auf dem Server bin. Das ist jetzt der erste, wo ich nüscht hab. Ist aber trotzdem mit Sicherheit da irgendwo unter uns. Ja, wie gesagt, Ja, brauchst den Eingang noch nicht gefunden. ich brauche ein paar Steine, meine ich halt jetzt dadurch. Hallo, hallo Freund. Jo, jetzt hat's wieder gelackt. Ja, habe ich gemerkt. Du hast einen Anhänger, zwei sogar.
versucht gerade wegzurennen. Und das ist das Zeug, was man versuchen sollte, nicht zu essen. Wie gesagt, die Craneberries. Jürgen, könntest du mal zu mir kommen, bitte? Ja. Ich habe dann ein leichtes Holz in die Landschaft geklatscht, wo dann nicht hinkert. Ein leichtes Holz in die Landschaft geklatscht, das da nicht hingehört. Ja. Oh, ja, das sieht ein bisschen lustig aus. So, was ich gerade mache, und zwar ist in der neuesten Version von PEM. Na, die sind noch nicht reif. Meine Fresse, ich habe schon wieder angesetzt. Ich werde es wahnsinnig, aber da habe ich was dafür. Die Axt ist... Ah, du hast noch ein Schwert. Ja, noch habe ich eins. Ich habe auch noch eins, sehe ich gerade. Ich bin auch blöd. Wieso die Bäume musst du abschlagen, allerdings, die sind noch nicht reif, also die Früchte hier da. Nein, das wollte ich jetzt gerade zeigen. Doch, es sind waren zwei reif. Geh mal mit. Da hinten ist gleich noch ein Zombie. Ich schätze mal, mein Schwert ist jetzt gleich down. Hallo Freund. Siehst du, ist down. Meins jetzt auch. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen in die Richtung laufen. Oh, das hinten ist ein Bärenbusch. Kann ich dich abbauen? Der ist doch eh bei uns. Wir sind doch hier. Achso. Hallo? Wo war denn das gerade? Ich habe doch gerade... Ah, da hinten ist was. Oh, hier ist eine Banane. Ist die schon reif? Ja, ja, das wollte ich genau... Das wollte ich zeigen. Und zwar, wenn man mit Rechtsklick drauf macht, sieht man Herz. Wenn ein Herz da ist, heißt es, ich bin glücklich, ich kann dich abbauen. Ah, okay. Also es heißt, Herz heißt reif. Die noch nicht reif. Kein Herz. Aber die zwei gelben sind reif. Echt? Ich sehe aber kein Herz. Siehst du? Ja, aber ich habe kein Herz. Ja, du musst rechts klicken, nicht links. Ja, ich klicke doch rechts. Rechts mit der hohlen Hand, kein Herz. Bei mir sieht ihr ein Herz. Ja, okay, dann hat er ein Texture-Pack vergessen, das anzugleichen. Ja, das kann natürlich sein. So, das ist herzlos, das Texture-Pack. Herzlos, ja. Herzloses Texture-Pack, auch nicht schlecht. So, Baumwolle, das ist natürlich auch wichtig. Ja, da brauchen wir keine Schafe schlachten. Und da hinten sehe ich noch einen Apfelbaum. Zack, Baumwolle. Da gibt's und einen Gummibaum, ja, die wurden ja auch, oh, hast du noch deine Axt dabei? Nein, die, doch, zwei Schläge habe ich, glaube ich, noch. Gummibaum, wo bist du denn langgelaufen jetzt? Na, hier, bei dem Apfelbaum bin ich. Bei dem Apfelbaum? Ich sehe dich gerade auf der Map nicht. Ich bin bei 375, 29. 375, dann laufe ich zumindest schon mal in deine Richtung. Glaube ich. Ich bin jetzt bei 93. Hä? Ah, ich bei uns zu Hause. Gummibaum schlachten? Nee, nicht Gummibaum schlachten, aber da ist ein komischer Baum. Den Apfelbaum. Sollen wir den erlösen oder was? Wobei, nee, ich hätte gesagt, wir warten noch, aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal her. Da müssen wir uns beide dran denken. So. Hast du vielleicht eine Höhle gesehen oder so einen Eingang oder? Nee, noch nicht. Ah, aber ich glaube, ich komme hier an Steine ran. Aber ich werde jetzt, glaube ich, schon mal hier anfangen, eine provisorische Hütte zu bauen. Natürlich, ich finde es natürlich Quarrystone. Super. Alles, was ich jetzt bauen kann, ist Quarrystone, nämlich gar nicht. Und noch mehr Quarrystone. Super. Wo baue ich die Hütte denn hin? Ah, sehr schön. Ich habe was gefunden. Ich habe einen Höhleneingang. Also das heißt, wir bauen uns ein kleines Wohnhaus am Anfang. Das, wo wir halt dann peu à peu updaten. Je technischer das wir werden, das heißt also moderner. Die, wie ihr es wisst, ich baue ja gerne das in andere Hütten. Hat mein LP über, ihr habt es mitgekriegt, über 200 Folgen gerettet. Ja, wobei ich einmal ein Map-Update hatte. Und wie gesagt, in diesem Pack sind aktuell 162 Mods integriert. Kommen noch ein paar dazu. Und ja, und wie gesagt, wir möchten das ja so lange wie möglich spielen. Und daher versuchen wir natürlich die Last, weil wenn wir alles in ein Haus klatschen, wird natürlich der Junk umso mehr geladen und frisst die FPS auf. Und das wollen wir irgendwie nicht. Und daher, bevor ich jetzt sämtliches Holz verbrate, muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen hier
Wo hast du denn die Pattern? Hast du die eingesteckt? Weil in der Chest sind sie nicht. Nee, ich habe eigentlich, ja, gedacht, ich warte noch mit dem in die Chest legen, bis sie mir ein Häuschen haben, damit ich sie nicht rausräumen muss, aber ja. Ja, weil wenn ich jetzt hier aus Versehen das sämtliche Holz verbaue, deswegen wollte ich vorher noch mal Holz farmen. Ich habe 14 Oakwoods einstecken, also du Ah, okay. kannst gar nicht dein komplettes verpulvern. Ich vermute, du bist in der Nähe vom Spawn. Ja, ich bin hier direkt bei unseren Bänken und baue da erstmal irgendwas hin, was so halbwegs wie eine Hütte aussehen könnte. Also wie gesagt, das wird noch schön ausgebaut. Und wir suchen auch noch, also ich bin noch auf der Suche, davon weiß Brotus noch gar nichts, nach einem sozusagen Mod, der noch ein paar schöne Blöcke mit dazu tut. Schüsselmod nicht, weil der mit Flan kollidiert. Jo. Der macht leider dann die Rezepte unbezahlbar. Und ja, und dann bin ich halt noch beim Suchen, dass wir halt noch öfter ein paar schöne Steine so texturieren können. Vielleicht lassen wir unseren Info, den wo ihr vorhin gesehen habt, da mal was ran, weil der kann ein wenig ja, was schreiben und so. Zwar nur kleine, aber würde für uns reichen. So, dann hätte ich gesagt, bevor der wieder meckert, schmeißen wir das mal rein. Ja, ich hätte gern noch eine Axt, damit ich noch mehr Holz besorgen kann. Die nächste Nacht kommt bestimmt. Okay. So, dann stelle ich den auch noch daneben. Und bevor du den Axt machst, Du hast schon Steine, ne? gebe ich dir nochmal 8, gebe ich die 8 Steine in den Part Builder. Eine Axt, ein Kopf. So, dann mache ich hier mal 4 draus. 4 Stück heißt, wir haben eine Chest. Ich habe Ja, schon mal einen. das ist eine provisorische Hütte. Ja. A la Proto-Style kennt er ja. 3 hoch. Drag-Style, 4 hoch. So, wir haben eine Kiste. Aber die werden wir dann schön und schön nach und nach ausbauen. Toolstation da. Ich So. habe hier, falls du eine Spitzhacke machen willst, habe ich hier schon aus dem Nugget hier ein Kreuzchen für dich gemacht. Sehr schön. Naja, ich habe noch ein Weng. Ich habe Ja. sogar noch ein Holzkreuz, sehe ich gerade. So, ich gehe dann noch mal ein bisschen Holz holen. Und bitte machen mir einen Gefallen, wenn du Essen findest, Ja. dass du vorher in die Kiste guckst, ob wir davon schon einen Seed haben. Okay. Wenn nein, Seed machen und dann erst futtern. Okay. Muss ich den Das auch ist noch nämlich da, abschneiden? was ich machen muss, futtern, weil sonst gebe ich einen Löffel ab. Klopfe ich ans Himmelstor. Und dann spawne ich ja leider wo ganz anders. Ah, okay. Ah, cool. Pam hat jetzt auch geändert, dass du das auch weißt. Was denn? Und zwar, sie hat jetzt auch die Saplings geändert. Also das heißt, du brauchst zum Beispiel um einen Lime-Sapling zu erstellen, keinen Lime und Oakwood, sondern ein Jungle Sapling. Okay. Hat sie ja früher auch nur mit Oaks gemacht. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum das wir uns das jetzt erzählen, ja. Wir sind noch 1,5er Spieler. Sowas gibt's hier auch noch. So, Seeds. Und Essen. Ja, das bin ich gerade beim Gucken, aber ich vermute, Usage, dass es auch ein Jungle Sapling ist. Sehr schön. Also, falls dir mal ein Dschungelbaum über den Weg fällt, hau ihn mal um. Ja, ich Dschungelsapling habe ich doch. Hast du schon? Ja, das Haus besteht aus Dschungelholz. Ah. Wo hast du den Jungle Sapling? Ich habe gerade zwei gesetzt. Achso. Kriege ich einen? Ja, kein Problem, ich kann dir auch wieder einen abgreifen. Ja, ich pflück ihn ja direkt wieder. So. Mach auch sofort was Schönes draus. Bitte schön. Ein Dank. Bananenbaum. Genau. Banana? Ja, ist mein Lieblingsfilm momentan.
Und jeder, der wohl eine kennt, der hat was verpasst. Dann habe ich, glaube ich, was verpasst. Du weißt nicht, was ich mit Banana meine? Nein. Kennst du so kleine gelbe Wesen mit einer blauen Latzhose? Ja, die Omnions oder wie die heißen. Minions. Minions, genau. Die das ist ich. Banana. Die haben Banana gesagt. Banana. So, dann werde ich jetzt noch was essen. Und zwar, ich schätze mal, alle Essensvorräte, wo wir haben. Raspberry Bush, den setze ich mal vor die Tür. Ich habe noch eine Strawberries. Liegt an dem sehr schön. Ich habe hier noch zwei Oakwoods aus Versehen gepflückt. Falls du die noch brauchst. Das Einzige, was ich gerade brauche, ist Essen wie die wie Sau. Und die haben wirklich kein Harvest. Kein. Das ist der Wahnsinn. Also, ich möchte nicht wissen, was Hunger's Overhaul macht. Also, ich glaube, kommst du mit dem Futter nicht mehr hinterher. Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Hallo. Ja, ein Herz. Nur darf ich nicht verwenden, weil. Ein Mangobaum. Ich habe eine Mango. Eine Mango? Mango. So, haben wir jetzt irgendwie eine Erde oder so? Nee, ne? Erde habe ich leider noch nicht. Ich kann dir Holz geben und ich kann dir Stein geben. Da ist noch was. Feine Sprossen. Ja, da muss ich es erstmal so draufsetzen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Was man alles essen kann. Das ist... Oh. Sehr schön. Es wird schon wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Aber das bringt mich gleich zu was. Usage. Und zwar kann man das Zeug auch anpflanzen. Schaut nicht so aus. Okay, Bamboo kann man nicht anpflanzen. So, dann hätte ich gesagt, schmeiße ich noch mein restliches Essen rein. Ja. Und dann muss Jürgen erst mit seiner Axt das ganze Zeug hier abtragen. Ja. Ich mach das mit dem Ofen. Sehr schön. Die Pattern nehme ich mit. Hätte ich gesagt, zieh mir schon mal nach innen. Und dann wird in der nächsten Folge nämlich ein kleiner Befehl eingegeben, dass hier dann auch etwas, lustiger wird. Die Toolstation dahin. Stencil daneben Table, die. Da. Genau. Da die Chest. Bilder und die. Die Chest dazwischen. Genau. Chest in die Ecke und hier der Crafting Table neben dem Ofen. So. Sehr schön. So, dann habe ich noch ein wenig Holz. Dann mache ich da auch ein wenig was. Und zwar, ich brauche 4 Stück. Dann habe ich 8 und noch einen. Ich brauche 4 Stück und noch einen. Sind es dann, ja. Klick, klick. Nochmal 8. So, ich glaube, das Dach kriegen wir noch dicht. Mit etwas Glück. Ich stelle mich gerade blöd an, aber das kennt man ja nicht anders. So, sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt den da. Und dann kommt noch das da und das dahin. Dann gehe ich mal schnell nach außen. Klack. Und klack. Und da nicht. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt auch Türen drin. In dieser Hinsicht, bei mir war es dann wieder eine längere Folge. Ja, bei wie mir gesagt, auch. Ich passe mich da erstmal bei dir an. Gut. Und wie gesagt, momentan werden die Folgen teilweise noch etwas länger, da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, wir möchten ja am Anfang, dass ihr mitkriegt, was er macht. Vor allem teilweise auch was neu ist, was bei unserem Pack neu ist. Ja, und wir suchen momentan eine Möglichkeit, ja, sozusagen das Pack verfügbar zu machen. Aber halt nur, was regelkonform ist. Also nicht schreiben, ich möchte das Pack haben. Da sind wir noch beim Tüfteln, also vielleicht schaffen wir das irgendwie. Ja, ob es dann ganz so extrem wird wie dieses, ist dann auch noch fraglich, weil
ob das dann noch spielbar ist und bleibt. Wieso ist es auf einmal so hell? Ab und zu mal in den Chat gucken. Da hat jemand geschlafen und hier wird's hell? Ja. Okay, auch nicht schlecht. Na, steht doch dort, Baumeister ist now sleeping in his bed. Ja. Hab ich geschrieben, gute Nacht. Dann war schon wieder Tag. Hab ich geschrieben, guten Morgen. Ja. So. Okay. Aber jetzt wissen wir das auch, dass auf dem Server nur einer ins Bett muss. In dieser Hinsicht bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.